Wir sind hier mit einer kleineren Kamera, das man nicht so schwer tragen muss, am Forsthof bei den Mistviechern. Und wir vier Hübschen werden jetzt auf dem Schöpfel gehen, den wir wohlgemerkt hat aus dem Blickfeld verloren haben. Frau Dr. Meier, Schmatz. Also bitte. Hat sich noch nicht geändert. Wo gehen wir jetzt dahin? Dorthin? Wo ist denn das? Da, wo es bergauf geht. Ich glaube, dass es das hier ist, wo wir raufgehen. Das da oben? Ja. Der Rücken? Ja. Okay. Wir gehen jetzt und werden dann irgendwann mal einen Zwischenbericht machen, wenn die Kinder zu raunzen beginnen. Da sieht man schon die Agnes, wie sie gerade irgendwas herumwurstelt. Wir sind nämlich schon auf dem Weg und folgen diesen rot-weiß-roten Markierungen. Das ist ja anzumerken, dass die Agnes ihres Zeichens begeisterte Bergsteigerin ist, zigtausender schon bestiegen hat und teilweise dieses Kind in früheren Alter noch auf dem Rücken durch die Gegend getragen hat. Allerdings ist das Ganze schon gute 10 Jahre her. Und die Agnes hat inzwischen Muskel abgebaut. Hörst du auch? Und jetzt werden wir schauen, wie das vorangeht. Was ist los da? Warum dauert das so lange? Dieses Kind seines Zeichens war noch nie in dieser Rückentrage. Ja? Also das ist alles neu heute. Und das Kind, muss ich sagen, schaut urbegeistert, wenn man so ausschaut. Und die Mama auch, weil sie ist urbegeistert, dass sie gefilmt wird. Ja, genau. Immer. Wir sind noch nicht wesentlich weiter, aber ich muss Ihnen zeigen, welchen Steig wir verwenden. Deswegen bleibt man auf dem Weg, deswegen schaut man, wo der Weg ist, Lisa. Armes Kind, aber das nützt echt nichts. Wir gehen jetzt auf den Schöpfel, meine Liebe. Wir schauen jetzt nur, ob die Mama die richtige Markierung wiederfindet. Denn diese Markierungen haben sich plötzlich von rot-weiß-rot auf weiß-rot-weiß geändert. Jetzt wissen wir nicht, ob wir überhaupt richtig sind. Aber wir haben doch vorher extra geschaut und da war sie rot-weiß-rot. Rot-weiß-rot ist der österreichische Weitwanderweg. Und was ist weiß-rot-weiß? Der Pensionistensteig. Und was ist grün-schwarz-rot? Da drunter halten, ja, und trinken. Jetzt setze ich mich mal nicht auf mich, da breche ich mal durch. Wieso brechen wir da durch? Der Daniel hat Angst vor so hohen, morschen Dingen. So, wo ist die Burg? Ich will die Burg. Geh nicht so weit zum Rand. Weißt du, in welcher Richtung es ungefähr sein müsste? Neulenkbach. Ja, wo ist das? Keine Ahnung, interessiert mich nicht. Das wackelt so. Wackelt du hör auf! Wieso? Das ist doch so lustig hier wackeln. Du hörst auf zu wackeln, habe ich gesagt. Du kannst wackeln, wenn ich unten bin. Ja, geh mal wieder runter. Das ist ja, auch ich war da oben. Die Dame, die dann später runterkommt, ist der Beweis. Die wird Ihnen bestätigen, wie ich mich gefürchtet habe. So, und jetzt kommt der eigentliche Grund, warum wir überhaupt hier sind. Wir gehen essen. So, Käseläppchen. Käseläppchen. Na, das schaffen wir locker. Das ist überhaupt kein Problem. So, was
Das ist ein Salat für die Kinder. Ja, das für die Kinder ist der Salat, ja. Nein. Jedes Kind ein Salat? Nein. Schau, kannst du ja essen, wenn du... Vorsicht, Kind, ja. Vorsicht, weg. Kind wieder weg. Danke. Dankeschön. Kind wieder weg. Kind Torte. Danke sehr. Warum kommst du daher? Ich will dich da nicht. Und sicher darfst du daher, Lisa. Natürlich darfst du her. Menzel, magst du auch essen? Ich finde, die schmecken ganz gut, die Leute. Die sind okay, ja. Ich auch. Schmecken sie dir auch? Magst du auch geröstete Knödel, Lisa? Mhm, da mag ich. Ja, wir haben beide einen Hut auf. Wenn es wirklich. Genau. Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. So, wir sind jetzt wieder bei den Pferden. Wir haben festgestellt, dass sie sich nicht wesentlich bewegt haben, seit wir hinaufgegangen sind. Und jetzt fragen wir die Frau Schmatz, Frau Dr. Meier. Ja. Wie war's? Schön. Es war sehr schön. Was haben Sie jetzt gemacht? Wir waren am Schöpfel oben, zu Fuß. Der Wenzlauch. Der Wenzlauch, die meiste Zeit in der Rückentrage. Und jetzt am Schluss geht er wieder ein Stück. Was war das Beste an der Wanderung? Das Wandern. Nein, was war das Beste an der Wanderung? Das Wandern. Der Rehrücken. Ach so, die Warte, ja, stimmt, die Warte. Ja. So, das reicht für heute.